Der Stoff ist so interessant, wie viel mich Wäsche zu falten. Also muss jetzt wohl mal wieder dieser Rapper herhalten. Yo, Kids, ich erzähl euch heute, wer Lukas war. Er war ein Heiliger, wie es für mich als Rapper Tupac war. Damals sehr bekannt, fast schon so wie ein Superstar. Denn er überzeugte mit der ein oder anderen guten Tat. Er war Arzt und teilte die Leiden der Menschen und war ein gutes Vorbild für seine Studenten. Darüber hinaus, ein heiliger Mann war für seine Reisen bekannt, nahm Groß und Klein an die Hand und hatte nie was für die Leistung verlangt. Er spendete Trost und ein offenes Ohr und dank ihm hat niemals jemand seine Hoffnung verloren. Er pochte auf Glauben und Weitsicht, ging einen langen Weg, viele Meilen im Gleichschritt. Er wurde von Paulus auf seinen Reisen begleitet und war selbstlos, denn er teilte, was seins ist. Dass du heiliger Mann seid, uns den Weg und heil uns voran. Unser Mann, was du heiliger Mann, zeig uns den Weg und heil uns voran. Wir loben und wir danken dem Herrn, weisen ihn an. Lukas ist unser Mann. Ah, Lukas ist unser Mann. Lukas hat uns gezeigt, wie wichtig das Vertrauen ist und dass wir nicht vergessen, was die Mitte unseres Glaubens ist. Er schrieb alles auf, was Jesus gesagt und getan hat und hat all sein Wissen auf unsere Zeiten verlagert. Er berichtete vom Kind im Stall, von Angst und Not und dazu noch von der Auferstehung nach dem Tod. Er hat ein ganzes Evangelium geschrieben und meinte, lass dich niemals in deinem Leben nur zerkriegen. Manchmal sind all unsere Wege grundverschieden, doch eins haben wir gemeinsam, wir leben um zu lieben. Das Leben des Lukas sehen wir als Leitbild für Christlichkeit und jede seiner Taten unterstreicht seine Wichtigkeit. Er hat eine gute Lebensart erzielt, denn er hat dem lieben Gott sein ganzes Leben lang gedient. Lukas schenkte Hoffnung, auch wenn diese mal im Argen lag. Und nun wisst ihr, woher das Lukas seinen Namen hat. Dass du heiliger Mann, sei uns den Weg und heil uns voran. Wir loben und wir danken dem Herrn, preisen ihn an. Lukas ist unser Mann. Unser Mann. Ah, Lukas ist unser Mann. Ah, Lukas ist unser Mann.